So, liebe Leute, heute mal was ganz anderes von mir. Und zwar geht es darum, ich habe ein bisschen am Wochenende mal wieder alte Spiele gespielt, vor allem Baller-Games, Counter-Strike, und habe mich mal wieder daran erinnert, dass es sowas Schönes wie eine Handfeuerwaffe gibt. Die nennt sich Deagle, Desert Eagle, und habe mir mal im Netz geguckt, ob es da irgendwas gibt, was Schreckschuss, also frei verkäufliche Waffen gibt. Und es gibt tatsächlich was von der Firma Ritai. Die ist in der Türkei der Hersteller. Da sind dann so mehrere Sachen in einem schönen Koffer drin, wo die Waffe drin ist. Bedienungsanleitung in Deutsch, in eigentlich glaube ich allen Sprachen. Dann Reinigungsmaterial, wie man sieht. Ne? Dann haben wir hier noch Öl. Ja. Und dann kommen wir zum Hauptpunkt. Das ist die Waffe. Ich habe sie in der Version voll verchromt genommen. Wie man sieht, die Waffe ist richtig schwer. Also echt massiv. Gar nicht so schlecht verarbeitet für den Preis. Also die kostet im Netz circa 170, 180 Euro, je nachdem, wo man sie bestellt. Klar, sie ist nicht perfekt, definitiv nicht. Das kann man, glaube ich, bei der Preislage aber auch nicht verlangen. Sie hat eine Feuerentriegelung und Verriegelung, die auch beidseitig funktioniert. Schönen Abzug. Magazin. Sollen angeblich 18 Schuss reingehen. Das werden wir testen noch morgen. Ja, wie gesagt, sie sieht schön aus, definitiv. Von der originalen, also gut nachgebaut, sage ich jetzt mal. Nicht hundertprozentig, aber echt schön. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Von vorne mal in den Lauf geguckt. Sieht auch richtig gut aus. Also meiner Meinung nach eine schöne Replika-Diegel vom Gewicht her. Wir können ja mal gucken, was das Ding wiegt. Einen Moment. Ich hole mal die Waage. So, nehmen wir mal die Waage zur Hand, machen sie auf Null. So, jetzt das ist eine ungeladene Waffe, 1,44, fast 1,5 Kilo. Ich weiß, dass die Originale 2 Kilo leer wiegt, definitiv, geladen ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und ja, wenn man die jetzt lädt mit 18 Schuss, denke ich mal, kommen wir auch an die 1,8, 1,9. Das können wir ja dann, wenn ich Munition da habe, mal prüfen. Also meiner Meinung nach eine schöne Waffe. Empfehlenswert von der Firma Ritai. So nennt sich das Ganze. Also wirklich schön verarbeitet auch und massiv und. Wie gesagt, der Schlitten fährt schön, hört sich richtig gut an. Der Griff ist schön, also kann man nichts sagen. Wirklich gut verarbeitet für den Preis. Also in der Preiskategorie wird man wahrscheinlich nichts Vergleichbares finden. Ja, wie gesagt, morgen werde ich bei uns im ansässigen Waffenladen mal Munition kaufen. Und vielleicht ein bisschen Probe schießen. Und dann kann ich euch sagen, wie das Ding auch schießt. Okay. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr habt ein bisschen Spaß. Ja. Wie gesagt, ich kann diese Waffe gut empfehlen. Bis jetzt.